So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Immer noch in der Toskana, das letzte Video von der Toskana. Okay, lassen wir es gleich sausen und ab geht's. Ja, ich bin jetzt wieder unterwegs, weiter Richtung Roma, um dann auf die Fähre zu kommen in 2 Tagen. Und ich habe bis jetzt mit diesen 400 Litern bereits, ihr seht, 2000 Kilometer gemacht. Und das nächste Mal tanke ich in Tunesien. Das ist eine super Reichweite und es hat, glaube ich, sicher noch 15 Liter drin. So, ich habe mal einen Platz gefunden vor Orabella, direkt am Meer. Der erste Anlauf war auf der anderen Seite des Flusses, hat nicht geklappt, weil alles privat ist. Ja, und jetzt laufe ich da mal alles ab und dann gucke ich, ob ich da noch einen besseren Platz finde. Und sonst ist der auch nicht schlimm. 1, 2 Nächte. Schaut euch mal die Treppe an, die ist doch genial. Die bleibt immer waagerecht. Das ist jetzt mein Eingang. Ich stehe hier direkt am Meer hinter einer, Damm, genau, hinter einem Schutzdamm. Heute gibt es Abendrot. Ja, vorher war ich da vorne, jetzt habe ich mich da reingestellt. Perfekt, ich sehe da direkt raus, das ist die Höhe, da ist natürlich sehr gut und kann da schön reinlaufen. Tipptopp. Oh, sind die zwei nicht süß. So, ich fahre jetzt zum nächsten Platz, war noch schnell einkaufen. Ein paar italienische Sachen und jetzt geht es da durch den Busch. Noch ein bisschen Piste. So, irgendwo da hinten sollte es einen Parkplatz haben. So, und zwar hier. Ja, da ist schon ein Schweizer, aber nur einer. Und ich fahre jetzt da hoch. Also da die Barriere zu ist auf der anderen Seite, muss ich hier raus. So, und jetzt hier durch den Busch. Da ist die Ausfahrt und ich muss jetzt da hoch. So, jetzt habe ich mich hingesetzt. Bisschen früh Schatten am Abend. Und da vorne ist das Meer. So, die zwei haben die Gegend schon erkundigt. Solche Plätze gefallen mir. Und ihr seht, die Treppe, die dient auch als Rampe, um das Fahrrad runter zu kriegen oder hoch zu kriegen. Bis jetzt habe ich es zwar meistens getragen. So, ich bin jetzt mit dem Bike nach Ansedonia, ein kleines Dörflein, gefahren. Hier ist noch ein alter Turm oder Haus. Ja, hier schlängelt sich ein kleiner Fluss ins Meer, leider Gegenlicht. Jetzt sieht man es besser. Schön. Das interessiert mich immer am meisten. Hier noch antike Spuren. Das war mal eine Brücke. Tja, da ging der Fluss mal da unten durch. Haben sie zugeschüttet.
Da sind auch noch ein paar Mauern. Interessant. Tja, und da. Was? 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 Ja, fein! Die sind jetzt rüber, da ist zwar Sackgasse. Mutig, ob das hält. Also, das sind kleine Höhlen. Und da kommen sie wieder. Komm einer, komm. Hopp. Oh. So, wir drei gehen jetzt mal da die Treppe hoch. Da oben ist irgendwas. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier wohnen ein paar Vögel. Wunderschön. Eigentlich haben die da den Felsen gespalten, damit der Fluss schön durchgeht. Tja, vielleicht. Also hier geht es einfach ins Dorf hoch. Mehr nicht. Da nochmal eine Spalte. Aber da fließt kein Wasser. So, wir sind oben. Und hier ein Haus auf dem Felsspitzen an bester Lage. Leider geht es nicht weiter. Wow. So, wir gehen wieder zurück. Das sieht man noch von oben wunderschön auf. Ausblick, da hinten ist die Stadt. Da gehe ich ja auf die Fähre. Das ist, wie heißt das? Civacavecchia, glaube ich. Da ist noch eine riesige Kläranlage. So, weil es so schön ist, noch von einer anderen Perspektive. Da sieht man, da war mal eine Mauer. Oh, Eile ist schon da hinten. Wie geht er? Ist da verschnell, du? Ja! Herrlich. So, hier ging es früher auch durch. Alte Geländer, wir steigen da jetzt drüber. Da geht es nach hinten und hier ist auch ein Torbogen. Ja, die Römer waren da. So, die zwei haben mich auch gefunden. Interessant hier. Also, das wurde mal gebaut. Gehen wir da hoch. Also, sehr interessant. Und hier haben die ein Loch für Wasser hinten reingehauen. Und hier, keine Ahnung, eine Vormauer. So, da oben ist die Villa. Wunderbare Lage. Ich halte den Finger an die Sonne. Da ist sogar eine Treppe. Da konnte man früher sicher runter zum Baden. Ja, die wollen da nicht runter. Also, guck mal hier, alte Spuren da auch. Da haben sie vermutlich Balken von einer Mauer zur anderen rübergelegt. Voll interessant. Hier auch alte Spuren. Ich denke, das wird etwa 1000 Jahre alt sein. Also diese neue Mauer, das andere noch älter. Hier Nischen, vielleicht haben sie da die Boote reingestellt, die kleinen. Ja, die Edge ist da oben. Also die wollen nicht mit. Aber voll interessant. Ich glaube, dass da waren die Boote drin. Ah, da kommt der Fluss auch raus, da vorne. Voll interessant. He? Ja, und das ist eben dieses Dorf da, schön am Berg entlang. Schön ruhig. So, wir fahren wieder zurück, parallel der Küste entlang. Zwischendurch ist noch Gebüsch. Aber überall, wie hier, privat,
Besitz. Also jeder hat hier ein Stück Kuchen bekommen, außer ich. Jeder hat da ein bisschen abgelegen. Ein bisschen Strand für sich. So, wir sind fast wieder bei uns am Platz und hier kam man zum Meer. Das war nicht ich, das war ein Traktor. Ja, natürlich ausgestorben. Auch hier schwarzbrauner Sand. Wir sind zum Arbeiten. Ja, da kann man noch ein Stück fahren. Ja, Toiletten und das ist cool. Duschen. Ein Kunstwerk, diese Duschen. So, ich bin ganz alleine da auf diesem Platz. Der Schweiz ist abgefahren. Und ja, jetzt gehe ich zum Meer nach vorne, Sonnenuntergang, noch schauen, wobei die Sonne geht hinter dem Berg unter. Hoppla. Also da geht sie unter, hä? Nicht mehr mitten im Meer. Jetzt aber schönes Abendrot, erhellt den Himmel. Wunderschön. Auch da hinten. Oh, es wird noch schöner. Schaut euch das an. So, ich bin gerade dabei, Brot zu machen. Jetzt zeige ich euch das schnell. Also, hier habe ich die Knetmaschine. Da habe ich jetzt den Teig gemacht. Dinkel, ich mache immer Dinkelmischung. 6,30er, 500 Gramm und 250 Gramm Vollkorn, auch Dinkel. Dann noch ein paar Nüsse rein, Hefe und Salz natürlich. Und jetzt diese Pakete hier, das sind einzelne Brote, die kommen jetzt in Tiefkühler. Und dann nehme ich sie am Abend vorher raus und dann am Morgen können sie dann aufgehen. Dann werden sie gebacken hier drin, da ist jetzt gerade eins drin, das ist jetzt am Aufgehen. Und ja, dann habe ich immer frisches Brot. So, wir machen wieder eine Fahrradtour am Strand entlang. Und so sieht eigentlich ein Strand aus. Wenn er nicht gereinigt wird, das ganze Holz schwimmt an. Wenigstens kein Plastik. Hier, super. Also das ist ein Naturstrand eigentlich. So, wir fahren wieder weiter. Und zwar geht es jetzt nach Civitavecchia zum Hafen. Kleine Sandpiste hier. Ein wunderschönes See, gleich dahinter, hinter den Dünen oder dem Wald ist das Meer. Da ist vermutlich Salzwasser. So, ich bin ja unterwegs nach Civitavecchia. Ich hoffe, ich spreche es jetzt endlich richtig aus. Und dann war da eine Autobahn, die kostet Geld, zwar nur 90 Cent. Umweg lohnt sich nicht. Und dann habe ich bezahlt mit Geld, 2 Euro reingeschmissen, 90 Cent. Und dann kamen nur 30 Cent zurück. Ja, super. Dann habe ich natürlich den Knopf gedrückt und gewartet und bis die mal verstanden hat, was ich will und so. Und dann kam dann schlussendlich ein Mann
habe es dem erklärt auf Englisch und dann hat er irgendwie einen Knopf gedrückt und dann kam eine riesen Quittung raus, also ein Beleg, und dachte ich, oh Scheiße, jetzt muss ich das irgendwo einfordern, was ja das überhaupt sich nicht lohnt, also das man eigentlich nicht macht. Aber nein, er ging dann ins Häuschen und kam dann mit dem Geld zurück und dann hatte ich mein Geld, das Ganze hat vielleicht 3, 4, 5 Minuten gedauert, ja. Ist zwar wenig Geld, aber ja, es geht ja auch ums Prinzip. Der spuckt mir einfach viel zu wenig raus, die wollten mich bescheißen. Gut, jetzt bin ich gleich unterwegs, nochmal einkaufen und dann zum Hafen. So, da unten ist der Hafen. Jetzt hat der Motor kurz fast abgestellt, der Diesel ist fast leer. Aber wenn es runter geht, dann ja, saugt der Luft an, deswegen habe ich ja den Reservetank. Ui, was ist denn das? So, das war das letzte Video von der Toskana. Das nächste ist dann von der Fähre und von Tunesien. Okay, ich bin so 2, 3, 4 Tage hinterher, aber ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Schön, wart ihr wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Wie immer, Daumen hoch. Tschüss.